Willkommen zu Formel 2 2024 Karriere. Wir starten rein mit keinen geringeren als Andrea Kimi Antonelli. Abonniert gern kostenlos den Channel. Wir sind heute direkt in Bahrain und ich freue mich wirklich. Wir gehen mal hier rein ins Renngeschehen und gehen einfach mal ohne irgendwelche Vorkenntnisse in die Formel 2 neu reingekommen. Das Ganze ist ja... Nein, das gefällt mir nicht. Das Ganze ist ja neu reingekommen. Wir werden direkt mit Kimi Antonelli in eine Formel 2 Season starten. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Abonniert also unbedingt gern kostenlos den Channel. Lasst gerne einen Daumen da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Wir starten rein. Es ist Bahrain. Wir fahren den offiziellen Kalender mit allen Fahrern und diesen extrem coolen Formel 2 Autos, die tatsächlich neu sind. Der Start war top. KI 90, Traktionskontrolle ein, selbst schalten, selbst bremsen und jetzt geht's auch mal los hier. Wir kommen ähnlich gut weg wie Ole Berman, das sind ja auch gute Freunde in echt, muss man sagen. Jetzt geht's also hier Richtung Turn 1 und ich bin viel zu spät auf der Bremse drauf. So, aus der ersten Kurve raus gehen wir also auf dem 10. Platz, können da Berman direkt überholen und im Windschatten geht's jetzt hier an Dirksen dran. Kann ich hier mit einem späten Move, ja kann ich, weil der von Juan Manuel Correa blockiert wird. Ja, die Namen müssen wir natürlich noch lernen, aber der ist mir natürlich noch ein Begriff, spätestens nach dem Crash damals mit Antoine Hubert. Und das war natürlich auch eine extrem traurige Sache. Jetzt einmal hier zurück zum Renngeschehen und da verbremst sich jemand enorm. Aber auch ich bin dann nicht fehlerfrei. Ich muss mich reinfuchsen, direkt morgen oder im nächsten Rennen dann um 5 Stufen raufdrehen. Jetzt aber mal müssen wir hier von Dirks weg und der kommt da besser. Hä? Warum so langsam? Ich glaube, ich habe mich verschalten. Da kommt Berman auch mal direkt wieder durch. Die Autos sind halt wirklich eine extrem... Ja, Kimi Antonelli außen, das wird nicht funktionieren. Und da klopft der Nächste an, Leute. Da klopft der Nächste an. Jetzt müssen wir uns hier konzentrieren. Berman jetzt hier im Windschatten. Boah, diese Autos sind so blochig in den Kurven. Wieder ein bisschen näher dran. Ah, es ist ziemlich... Es ist ein bisschen schwierig. Ohne DRS gibt es erst ab der 3. Runde. Ab in Turn 1 hier rein. Spät gebremst. DRS. Martin hinter mir schneller. Und der kommt jetzt auch in Riesenschritten hier angeschossen. Wir dürfen halt nur nicht den Anschluss an Berman verlieren. Jetzt gibt es auch endlich DRS. Wird nicht viel helfen, aber das Gute ist halt, dass wir dadurch immer wieder ja einen extra Boost bekommen. Das schaut gut aus, Leute. Wir kommen hier näher. Ich denke, auf Start und Ziel könnte es tatsächlich was werden. Oder vielleicht auch hier, wir sind echt nah dran. Schaut auch komisch aus, wenn die den Heckflügel offen haben. Ah, viel zu spät auf der Bremse und dann noch zu früh eingelenkt. Kostet wieder ein paar Zehntelchen. Aber wir sind jetzt deutlich näher an unseren Teamkollegen dran, wie in den vergangenen Runden. Ich glaube tatsächlich, die Strategie macht auch hier vieles aus. Jetzt, Leute. Ich glaube, der Mercedes-Stern da drauf. Und jetzt versuchen wir. Scheiß drauf. Wir divebomben unseren Teamkollegen ganz eng. Jetzt geht er da nochmal rein. Aber es reicht uns mal, um hier vorne zu bleiben. Nur jetzt nicht den Anschluss an Dirks verlieren. Sonst, das wäre echt nicht toll. So, lala. Das ist jetzt mal der 10. Platz. Wäre ein Punkt. Aber ich denke mal, auch mit der Zeit werden wir das Handling ein bisschen besser verstehen. Weil du musst halt deutlich später schalten als die Formel 1-Piloten.
Und ich habe halt ein paar Formel 1 Rennen halt schon gefahren. Und da bin ich halt immer noch ein bisschen mit dem Formel 1, sagen wir mal, Getriebe, obsessed und nicht mehr mit diesen Formel 2 Autos. Ja, toll, toll, das war gut, das war echt gut. Da komme ich wirklich verdammt nah wieder dran. Viel Schwung, das ist echt die Devise. Früh bremsen und dann viel, viel Schwung in die Kurven mitnehmen. Das probieren wir jetzt hier gleich nochmal. Ich glaube, das könnte gut werden. Wie schaut es mit den Reifen aus? Oh, okay. Gehen wir hier rein? Ja, das war... Das hat funktioniert? Das hat funktioniert, okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch eine Runde draußen bleiben sollen. Gucken wir mal, was die Konkurrenz macht. Undercut ist natürlich verlockend, tatsächlich. Und Pit Windows sagen aber erst ab der 7. Runde. Also das müssen wir noch ein, 2 Runden aushalten. Bitte, Mann, lass das ausgehen. Ja. Nur nicht zu spät auf der Bremse hier. 63 wurde mir angezeigt. Waren anscheinend nicht so viel. Gefällt mir, auf jeden Fall. 60 km/h, warum? Die Formel 1 dafür 80. Boah, die sind smooth gemacht. Wie in echt. Kein Problem, tolle Sache. Ich würde mir auch ein paar kleine Spielereien wünschen. Aber, ich meine so E-Race, Hotlap oder so. Aber natürlich kannst du jetzt auch nicht viel erwarten von der Formel 2. Das sind ja eh schon, weiß Gott, wie viele km/h. Jetzt geht's mal rein in den zweiten Stint und jetzt heißt es direkt pushen. Weil wir müssen natürlich den Undercut auch ein bisschen durchziehen. Sonst machen die anderen ja länger und wir sind overcutted worden. Das wollen wir natürlich auch nicht. Ab dieser Runde ist das Pit Window open. Das bedeutet tatsächlich, wir müssen ja unser Bestes geben. Jetzt einmal alles raus, Horn aus dem Ort. Jetzt heißt es interessant, Leute. Jetzt geht es über die Ziellinie. Bekommen wir da noch irgendjemanden? Und tatsächlich, das reicht, um ein paar Jungs zu holen. Matti unter anderem auch. Maini war doch nicht dabei bei dieser Gruppe. Und auch ein Antoni, also ein Maini war doch niemals im Leben. Das könnte echt ein guter Coup gewesen sein. Ist das Podium heute drinnen? Ich bin mir sehr unsicher. Weil auch ein, ja, Bernhards, keine Ahnung, wer das überhaupt ist. Franco Colapinto ist ausgeschieden. Das ist natürlich schade. Vielleicht hat er auch mal ein Wochenende frei wollen. Ich meine, Formel 1, Formel 2. Formel 2 ist er jetzt nicht mehr. Aber wir wissen, was ich meine. Nein. Also Oli kommt safe hinter uns raus. Aber wo kommen wir raus? Sam Maloney. Können wir den außen überholen? Ja. Der hat die kalten Reifen noch. Wir bekommen jetzt auch das DRS und ich glaube, das könnte, ja, das reicht locker. Ich meine, mit DRS-Hilfe, glaube ich, ist das easy. Und der Undercut hat uns jetzt tatsächlich 3 Plätze gebracht. Das ist schon mal sehr toll. Und wir haben auch noch mit Crawford jemanden, der uns da theoretisch noch ein bisschen, ja, DRS spenden könnte. Sollte ich es schaffen, in sein DRS-Fenster zu kommen. Wir sind jetzt hier in Runde Nummer 9, Leute, in der Replay. Und was soll ich sagen? Den Berg hinauf, da sehe ich schon ein paar, ja, Nasen, sagen wir mal, Spuren von Kampf auf meiner Nase. Da ist ein kleines Löchlein drin. Aber ich habe halt auch keine Ahnung, wie man das bekommt. Ich bin jetzt keinen hinten mit Absicht drauf gefahren. Also das passiert. Der 4. Platz wäre mega, Leute. Podium wäre natürlich geil. Aber ich meine, im ersten Formel 2 Rennen, der 4. Platz, das wäre dann schon wirklich eine Sensation. Und Crawford hat ja auch keinen, der einen DS spendet. Ich glaube auch Bortoleto ist da vorne mit dabei, das ist der Gelbe. Den wir vermutlich... Den wir vermutlich nächste Season in der Formel 1 sehen werden, tatsächlich. Auch ein Megatalent, Brasilianer, durchmarschiert, muss man sagen, Formel 2. Formel 1 und Formel 3 Meister, dann direkt Formel 2 aufgestiegen. Jetzt ist er, glaube ich, aktuell mal auf dem 2. Platz. Könnte Valtteri Bottas ersetzen, wobei viele Medien ja jetzt wieder berichten, dass Bottas anscheinend bleiben darf. Nehmt es mir nicht übel, wenn das ja vielleicht schon entschieden ist zu diesem Moment.
Ich, das ist bei mir jetzt zu der Stand. Für Rick tut es mir natürlich leid, dass der da die vom Lance verlassen muss. Aber, ja. Vielleicht sehen wir ihn ja irgendwann in irgendeiner Funktion noch einmal in der Formel 1. Ja, das reicht. Er zieht hier schon die Kampflinie raus. Der will noch nicht ganz so. Das reicht nicht. Was? Ich glaube, da geht der Ding scheidet aus, oder? Da vorne wird jemand ganz komisch langsam. Weil warum hätte sonst Miata jetzt das so easy going geschafft? Wenn der Exit aus der letzten Kurve funktioniert, Leute, dann reicht es, glaube ich, auch, um Crawford jetzt ja down zu fighten. Der Exit war okay. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir es jetzt anders versuchen wie in der vorherigen Runde. Wir sorgen uns hier dran. Crawford wird wieder seine Kampflinien-Show hier abziehen. Aber das juckt uns nicht. Wir gehen ganz spät an die linke Seite. Gehen jetzt hier links. Nein, das reicht wieder nicht. Crawford macht das ziemlich gut. Aber ich habe es auch selten dämlich jetzt angestellt. Also, Mann, Leute, kann das jetzt funktionieren, um gegen Crawford sich durchzusetzen? Wir signalisieren ihm. Ja, du kannst mich sowas von. Jetzt gehe ich mal hier rein, Mann. Du brauchst nicht die Tür zuschlagen, wenn ich hier bin. Dann nimm dir die Stange in den mit, aber da war eigentlich genug Platz für ihn. Und jetzt gehen wir hier an Crawford vorbei. Es ist mir sowas von egal, Mann. Es hat endlich geklappt, Leute. Mit der Brechstange, wenn auch. Aber, ja Leute, was geht denn hier ab? Ist heute noch der Sieg drinnen? Das wäre tatsächlich eine Sensation. Wenn ich hier mit Andrea Kimi Antonelli im ersten Rennen den Sieg holen könnte. Da vorne ist ein echt erbitterter Fight um den ersten Platz. Und wir könnten hier wirklich der lachende Vierte sein in diesem Fall. Miata ist jetzt wieder Erster. Aber war es nicht die ganze Zeit Miata? Martins und Maini. Da ist Bortoleto gar nicht dabei bei dieser Gruppe. Ja, scheiße, ich war im falschen Gang. Das hörst du bei diesen Autos auch nicht. Die hören sich immer abgesoffen an. Und jeder hat halt TT-Race von dieser Kampfgruppe. Jetzt hast du wirklich auf einen Fehler, auf einen Move der Konkurrenz hoffen und abwarten. Weil der vierte Platz wäre an und für sich schon echt ein tolles Ergebnis. Und ich werde jetzt auch nicht viel zu viel Risiko gehen, als ob ich mir dieses Erlebnis hier oder dieses Endergebnis anscheinend auch bei kleineren Kollisionen. Da gucken wir uns das Ganze noch einmal an. Das ist mein Divebomb-Manöver gegen Crawford. Wobei Divebomb ist jetzt echt ein bisschen weit hergeholt. Das war ein normaler Overtake. Wir gehen hier also über den Curb innen. Deswegen auch ein schlechterer Exit. Aber Crawford konnten wir hier... Ja, der fährt da die Stange innen nieder, obwohl da genug Platz war. Kein Plan, was sein Plan war, aber... Das war tatsächlich eher, also eher ganz, ganz dumm. 13. Runde, wir gucken. Konkurrenz. Das ist natürlich jetzt für Crawford wieder gut, weil der jetzt wieder näher an uns drankommt. Aber das ist halt genau der Reiz der Formel 2, weil halt jeder Fehler der letzte sein könnte und jeder Fehler dazu führt, dass die Konkurrenz, die das gleiche Material hat, direkt an dich drankommt. Jetzt geht's also, nein, gar nicht gut. Ich bin auf den Curb drauf gekommen. Ich wollte hier einen Perfect Exit haben, aber das hat nicht ganz funktioniert. Das sagen wir schon mal ganz, ganz nett zu Maini. Hallihallöle. Aber das reicht natürlich bei weitem noch nicht. Und jetzt ist tatsächlich auch wieder Crawford in diesem Fight mit involviert. Jetzt hier aus der Haarnadelkurve raus. Der war scheiße, der Exit. Und ich glaube tatsächlich, dass Crawford uns auf der Start- und Zielgeraden wieder ordentlich von hinten geben wird. Das könnte echt leider unser großes... ja, wie soll ich sagen, unser großer Rückschlag sein. Jetzt hatten wir eine tolle Exit, Leute. Ich glaube, das könnte jetzt tatsächlich reichen, um Maini zu überholen. Jetzt hat Martins das Problem hier. Ja, aber jetzt nicht einfach die Tür zu machen, Bro. Du hast gesehen, dass ich komme.
Das ist jetzt tatsächlich der Overtake zum dritten Platz. Reicht es auch noch, um noch weiter nach vorne zu kommen? Miata und Martin sind in einem intensiven Fight. Und ich glaube, oh, da raucht's. Da raucht's bei Miata. Und wir könnten jetzt hier der lachende Dritte sein mittlerweile. Haben wir uns auf den dritten Platz vorgeschoben, Leute. Es geht in die letzten Runde, letzten eineinhalb Runden hier rein. Und wir müssen alles geben. Ja, natürlich ein toller Exit. Das könnte jetzt noch einmal eine ganz knappe Sache werden. Eine ganz enge Kiste. Jetzt rauf hier auf den Berg. Ja, Martins, der will diesen Sieg. Das sehe ich so stark an seinem Movement. Der ist wirklich verbissen da drinnen. Der will das Ganze. Ich will es auch. Aber wir haben tatsächlich hier aktuell noch stumpfe Waffen. Jetzt geht's das letzte Mal aus der letzten Kurve raus und wir gehen also jetzt auch hier in die letzte Runde rein. Ich bin zu weit weg, um Martins angreifen zu können, aber der wiederum wagt hier in der letzten Runde den Versuch. Da gibt es den Wheelbank für den Beata und wir können nur zugucken. Er kann sich aber vorn halten, aber jetzt, Leute, jetzt hatten wir tatsächlich hier den meisten Schwung aus der letzten Kurve raus. Für Martins ist es vorbei, aber können wir hier gegen Martins was machen, Leute? Jetzt geht's den Berg rauf. Wir setzen uns hier, Martins, leicht verbremst neben Martins. Der will uns hier natürlich abdrängen, aber das reicht nicht ganz, um uns hier irgendwie mundtot zu machen. Wir gehen also hier rein, sind an der Außenbahn, nehmen den Körper ein bisschen härter und übernehmen den zweiten Platz, Leute. Was für ein Rennen bis jetzt. Wir sind hier tatsächlich auf dem zweiten Platz und das im ersten Rennen mit Andrea Kimi Antonelli in der Formel 2. Jetzt geht's runter. Ich brauche das DRS. Wir haben hier den Messpunkt. Das reicht, um das DRS gegen Miata zu bekommen. Das Ding ist halt, ich brauche es nicht, um ihn zu überholen, sondern um mich gegen... DRS hat nicht funktioniert, um mich gegen Martins durchsetzen zu können. Der wird es jetzt versuchen. Der ist verdammt schnell. Der kommt nah dran, Leute. Jetzt freut sich natürlich Miata. Den bremse ich so ein bisschen ein, obwohl er das schnellere Auto hätte hier mit der DRS-Hilfe. Jetzt ist mir aber ehrlich gesagt echt egal. Ich nehme den zweiten Platz mit und Geschenk gibt es heute nichts. Ich habe das schon hart lernen müssen in diesem heutigen Rennen. Aber heute nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. Jetzt geht es also hier aus, auch noch einmal auf diese lange Geraden. Puh, Leute, was für ein erstes Rennen. Es geht in die letzte Kurve rein. Nur nicht verbremsen. Toller Exit. Wir kommen hier also noch einmal diese paar Meter bis zur Ziellinie. Miata gewinnt das Ganze. Aber wir werden Zweiter mit Andrea Kimi Antonelli, Leute. Was für ein stronges, hartes, aber auch unfassbar intenses Rennen. Ich freue mich megamäßig. Erster Sieg für Kimi Antonelli. Erstes Podium so für Kimi Antonelli. Leute, besser, glaube ich, hätte ich es nicht mehr hingebracht. Es war eine harte Sache. Es war eine regelrechte Jagd. Ritomo Miata hat das Ganze gewonnen. Glaube ich, ist ein Asiater, Japaner, Inder, Chinese, Japaner. Puh, Leute, eines der härtesten Rennen, das ich jemals fahren musste und vermutlich eines der packendsten, weil so knapp geht es nicht mal in der Formel 1 zu. Miata gewinnt das Ganze, aber wir wissen, in der Formel 2 ist vieles möglich. Heute bist du noch der Sieger und morgen oder im nächsten Rennen bist du schon wieder der Letzte. Wir gucken uns also hier die Siegerehrung an, wo wir natürlich mit Kimi Antonelli drauf sind. Und ich würde mal sagen, auch das Final Classement ist natürlich nicht ganz unwichtig. Das Final Classement sieht nämlich wie folgt aus. 18. Platz und einen Platz für Olli. Das ist gut, auch Konstrukteurs-WM technisch könnte da noch einiges drin sein. Rangliste und hier haben wir also die Konstrukteurs-WM. Zack, da sind wir 6 Punkte hinter ART und 4 Punkte und 2 Punkte. Nein, wir sind 2 Punkte hinter ART und 6 Punkte hinter Rodden. Für heute war es das mal. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gerne einen Daumen da. Schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vor. Bis zum nächsten Mal und ciao.